Willkommen zurück zu LWS Hotline Miami. Wir befinden uns immer noch in einem Krankenhaus, müssen immer noch versuchen zu fliehen. Was alles nicht ganz so einfach ist, wenn einem so schwummrig scheint und wir immer wieder kurz vorm Zusammenbrechen sind. Wir lagen aber auch im Koma. Ist es der Muskelschwund? Ist es der Kreislauf? Okay, ab und zu ist die deutsche Übersetzung wohl etwas... Ja. Da bist! Hey! Lass das! Du darfst nicht draußen sein! Geh in dein Zimmer zurück, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Ich werde nie in mein Zimmer gehen. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Auch du wirst das lernen. Okay. Nicht zusammenbrechen. Rein da. Hier sind wir sicher. Der sieht uns nicht wegen der Tür. Jetzt warte ich, dass der nächste Arzt vorbeikommt. Und wir wollen dahin. Hauptausgang. So, jetzt muss ich noch auf den Arzt da warten. Ah, jetzt kommt schon der nächste. Das ist doof. Jetzt sollte es kein Problem sein. Und wir sind frei. Draußen. Das Unbekannte ins Dunkle. Was hat das alles zu bedeuten? Wir werden es erfahren oder auch nicht. Werden wir Antworten finden? Wer weiß. Hure. Hat hier jemand meine Freundin auf der Motorhaube gevögelt? Und sie... Was ist mit meiner schönen Wohnung passiert? Die Matratzen sind weg. Das heißt, auch mein Erspartes. Jemand hat mein Bier gesoffen. Und mein Essen gegessen. Jemand hat aus meinem Tellerchen gegessen. Jemand hat aus meinem Schüsselchen gegessen. Waren es die drei Bären, die sich rächen wollten dafür, dass ich mich an ihren Köstlichkeiten im Wald damals bediente? Wer weiß. Hier lag sie, Jacqueline. Als ich sie zuletzt sah, mit ihrem doch etwas zu viel rotlichen Rouge auf den Wangen. Erstmal Kleidung nehmen, sie müffelt. Sie lag wahrscheinlich wochenlang da drin. Aber was soll's. Ich werde jetzt Rache nehmen. Rache an die Bastarde. Assault. Tipp 8 auf Einzelheiten. So, Polizeirevier. Auch ganz cool, statt einem Messer kriegen wir jetzt hier diesen Polizeischlagstock. Und das Level hier ist gar nicht mal so angenehm. Aber die Musik dafür. Oh Gott. Weg. Ja, der erschießt mich. Bam. Ja. Ich sollte nicht da stehen. Eben deshalb. Weg. Die meisten kann man hier schon herlocken. Das ist eigentlich ganz cool. So. Der hat mich nicht getroffen. Das ist sehr schön. Das war auch extrem glücklich. So, das Chapter ist aber hier noch nicht fertig. Das war ja doch sehr schnell. Man muss halt da auf den Munitionsverbrauch achten und dass man sie irgendwie alle erwischt. Ich will wissen, wo der andere Kerl steht. Wenn ich jetzt erschossen wäre, wäre sehr unglücklich. Da. Combo Pro. Stufe geschafft, das will ich lesen. Das Schöne ist, man kriegt jetzt ja, wenn man mit Waffen hier durchgeht, das Alarm. Das ist eigentlich ganz cool, Mann. Ich nehme aber nicht die Waffe mit. Ich nehme natürlich wieder die ruhige Version mit. Weg mit dir. Der Abschnitt hier, glaube ich, war etwas leichter.
Oder auch nicht. Weg. Ja, der hat einen. Den muss man ja irgendwie. Wie war der nochmal zu bewerkstelligen? Hallo. Na, komm hoch. Danke. Ich glaube, ich mache die am. Ach nee, man musste erstmal ein bisschen Platz schaffen oder irgendwie sowas. Ich hab's nicht mehr genau auf Platte. Ich hab's nicht mehr ganz auf Platte. Weg. Na, der Elektroschocker ist extrem unangenehm. Ja, unangenehm. Bezeichnen wir es einfach mal als. Weg mit dir. Ich muss sie. Du hast mir die Waffe gegeben. Ja, das ist. Muss mir was einfallen lassen. Die hören das alle. Bäh. Ja, du stirbst erstmal. Ich glaube, hier ist es besser. Ja. Komm schon, bitte. So. Nein, jetzt ist. Ah, Waffe ist nicht in der Tisch. Waffe nehmen. Erstmal verstecken. Dass sie mich nicht finden. Ja, es ist. Ne, das war sehr, sehr ungünstig. Der hätte mich eigentlich nicht töten dürfen. Nein! Weg. So, gib mir deine Waffe. Mann! Ab und zu gar nicht so einfach zu kommentieren, wenn man sich konzentrieren möchte, muss. Ja, jetzt rennst du weg. Ich kann nie einschätzen, wie viel. Er aushält, weil ich ja Munition sparen muss. Ja, das ist. Ich sollte eher draufholzen. So, weg mit dir. Das ist gar nicht so einfach hier. Nicht einkesseln. Wenn ihr nicht wärt. Na, dann mach ich mal das mal anders. Mach das mal anders. So, wenn jetzt nicht gleich alle angestimmt kommen. Ich halte mal auf den Eingang hier. Komm schon. Ist das ekelhaft. Okay, hier könnten wir noch eine Weile verbringen. Einfach so. So, die Waffe dahin. Die brauche ich, weil Erstschlag. Erstschlaggarantie. Nein, bam. Wow. Nein. Einfach rein. Nein! Oh! Ich muss einfach wegrennen. Ganz einfach. Ich muss Pussy Mumu spielen. Pussy Mumu. Pussy Morph! Nein, dich brauch. Warte mal. Dich will ich. Warte mal. Nein, nein. Warte. Ich hab was vor. Und zwar. Dahin, wo die Gegner nicht rankommen. Bam. Oh, wenn sie jetzt nicht sofort angerannt kommen.
Weg mit dir, so. Nein, hier den. Nein. Ja, komm her. Genau. Ich muss dich einfach nur weiter weg erschießen. Vielleicht so. Genau, vielleicht so. Einfach anlocken und... Hier, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh. Vielleicht ja so. Ich muss sie etwas locken. Aber wenn die nicht da sind, erscheint mir das Ganze schon wesentlich einfacher. Ich brauche auf jeden Fall... Ah, ich habe die Schlagwaffe wieder weggeschmissen, ne? Das war sehr, sehr ungeschickt von mir. Also... Weg mit dir. Das bringt mir nur nichts da oben. Hallo. Schön, dass du da bist. Nicht. Weg mit dir. Es leckt gerade, oder? Kann es sein? Nee, es läuft mal. Nee, komm hier. Komm hier. Genau. Du wolltest sterben. Das habe ich genau gehört. Komm. Ja, das... Kommen sie wieder alle an. Das ist dann verloren. Ja, ich muss sie... Hallo. Hier, mich, mich. Komm her. Was zur Hölle? Mir gefällt dieses Level nicht. Wobei, eigentlich ja schon. Es hat wirklich einen... Okay. Ich hätte vielleicht eine andere Maske nehmen sollen. Mit dem leise sein. Ne, ich mach's jetzt anders. Warte. Wo hab ich die... Ich nehme erstmal die Waffe da. Da kommt der dritte. Nein! Wieso hast du nicht eingeloggt? Wo willst du hin? Ach, komm schon! Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder... Jetzt werden wir wahrscheinlich pro Folge ein Level schaffen. Maximal. So. Komm. Hier, du. Mich. Ja, mich. Mich. Ja, geh! Typ. Fuck mich nicht ab. So. Hat ein super Gehör oder so. Weg mit dir, genau. So, noch einer? Nein. Gut. Du bist mir egal. Weg mit dir. Weg mit dir. Du bist jetzt nicht das Problem. Diesmal lasse ich mich nicht hier abschießen. Könnt ihr vergessen. So, jetzt brauche ich wieder eine Waffe, die durchschlägt. Zum Beispiel. Hallo. Ja, ja, komm. Genau. Dann gehe ich hier rüber. Hol mir... nee, nee. Wo ist die Schlagwaffe? Da. Sehr gut. Nein, wo kommt der denn her? Ach, ist doch Gott zum Kotzen. Weg mit dir. Hier. Wenn ich mich hier erschieße, hört mich nur einer. Also hört mich keiner. Dann bin ich weit genug weg. So, wo kommt der nächste Fettsack? Es kam doch immer einer. Das war der da. Hat er mich diesmal nicht gehört? Ich habe gerade gerülpst. Ich hoffe, das hat man auch nicht gehört. Komm. Komm mit. Komm mit, Kleiner. Komm. Hier. Hier. Du willst mitkommen. Ja, du willst... Weg mit dir. So, jetzt kommt nämlich der. So. Den schon mal anvisiert. Dann weiß ich, dass er kommt. Hier unten hinstellen. Bam. Fick dich. Ganz einfach. Fick dich. Na, du standst schon auf Anschlag, du Assi. Aber das bringt dir nicht viel. So, warte. Ich will jetzt nicht wieder, Wam, wam, wam! Passt zur Aggression. Wie viele haben wir denn noch? Ich überlege gerade. Okay, das war extrem dämlich. Ich überlege mich gerade. Weg. Weg.
Genau. Das war meine Überlegung. So. Kommt hier noch einer? Nein. Sehr gut. Steht hier unten einer? Nee. Es scheint nur noch einer zu leben. Haben wir es auch geschafft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wobei, ich kann jetzt auch einfach hier... Ach, der... Interessiert sich nicht für Alarm. Sehr schön. Ah, scheiß Level. Ja, als Maul, ey. Ich will meine Schlagwaffe wieder. Wo ist die? Oder eine Schlagwaffe. Wobei ich eh glaube, das war es jetzt auch mit dem Level. Von daher ist es kein Problem. Oder auch nicht. Okay, Jungs. Bastard wird gleich auftauchen. Denkt an euer Training und geht auf Nummer sicher. Befolgt das Protokoll. Dann kommen wir alle lebend raus. Ich denke nicht, dass ihr alle lebend rauskommen werdet. Tut mir leid. Ich teile diese Ansicht nicht. Was nach mir geht. Ach, das ist... ja, ja, ich weiß was. Ja, das ist sehr schön. Genau das habe ich erwartet. Weg mit dir? Hallo? 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 Hm. Ich wollte nicht reingehen. Ja, ja, ja. Jedes Mal den Quatsch jetzt anhören. Ist ja auch dämlich. Weg mit dir? Weg mit dir? Hallo? Weg mit dir? So, kannst ein bisschen Spaß haben mit ihm. Den gönne ich dir. Den überlasse ich dir. Hallo. Komm her. Muhaha. Fuck. Ja, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Okay, ich muss das anders machen. So. Zertig, habe ich mir einfach geschnappt. Wie ein kleines wehrloses Opfer. Und du bist tot. Und das da ist am einfachsten zu bewältigen, indem man einfach... Das ist saugeil. Das ist saugeil gemacht. Das ist saugeil gemacht. Dass sie sich einfach verschanzt haben. Ich finde das geil. So, andere Waffe. Ist in der Mitte die Gefahr beseitigt. So schnell habe ich das noch nie hingekriegt. In der Mitte. Oder auch so sicher. Wie will ich das machen? Ne, warte mal. Gib mir mal die Schlagwaffe. Genau. Ich will das mit Ruhe machen. Wo ist hier drüben noch einer? Stirbt. Kombi. So, hier war da noch einer, oder? War hier nicht noch einer? Ich suche nochmal alles ein bisschen ab hier. Ich möchte jetzt nicht wieder unliebsame Überraschungen finden. Deswegen suche ich lieber alles nochmal gründlich ab. Stirb einfach, danke. Und jetzt geht's da rein. Mit einer Schlagwaffe. Nett. Sie wollen mich wohl verarschen. Warum sind sie... Pass auf, Mann. Tut mir echt leid mit deinem Mädchen. Das war nichts Persönliches. Ich weiß, du hast den langen Weg bis hierher geschafft, aber... Ich werde dich wohl enttäuschen müssen. Ich habe keine Antworten für dich. Tja, dann habe ich keine Hoffnung für dich. Dann habe ich auch keine Hoffnung für dich. Leb wohl. Verdammt, das hat weh. Du weißt, wir beide unterscheiden uns gar nicht so sehr. Hast du auch diese merkwürdigen Anrufe bekommen? Hätte ich dir noch etwas zu erzählen. Aber ich habe nichts. Die Polizei weiß vielleicht mehr als ich. Sie sollten hier irgendwann nach dem Fall haben. Ich würde dich ja bitten, mein Leben zu verschonen, aber du scheinst längst deine Entscheidung getroffen zu haben. Ja, ja. Du Arschloch.
mein Mädchen getötet. So, die Akte, von der er sprach, haben wir aber schon längst eingesammelt, oder? Nee, Quatsch, da ist sie. Kapitel erledigt, geht zum Auto. Schweine. Ich finde das immer noch geil, vor allem, weil der... Haben die den Raum hier verrammelt, aber ist natürlich doof, wenn da alles aus Glas ist. Aber typisches Büro halt. So, hier kommen wir jetzt durch, wir haben keine Waffe. Einfach mal so ein Polizeirevier komplett infiltrieren. Warum nicht? Macht man halt nebenbei so. Das war doch wieder etwas besser. Der untere Teil war gut, der mittlere war wieder, aber der obere war dann echt wieder sehr gut. Also da habe ich beim ersten Mal wirklich länger gebraucht, aber ich weiß ja jetzt ungefähr, was mich immer erwartet. Oder hab die sehr noch ein bisschen im Kopf. Oh, ich Hotline Miami echt lange nicht mehr gespielt habe. Ja, wir verfolgen jetzt so ein bisschen den Fall. Und das werden wir dann beim nächsten Mal weiter tun. Dann werden wir auch sehen, was es hiermit auf sich hat. Wir werden sehen, was es mit den Anrufen auf sich hat. Ob das schon in der nächsten Folge der Fall ist, ja, aber wir werden auf jeden Fall mehr erfahren. Das Puzzle wird immer voller. Uns fehlen nur noch ein paar goldene Puzzleteile, aber Benji und Kazooie sind schon auf ihrem Weg, um Grundhilda zu besiegen. Schlechte Anspielung FTW. Ich sage, seid nett zu eurem... Ich rate, seid nett zu eurem Serienmörder und nebenan zu eurem Auftragskiller. Die Wände am Ohren und Augen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.